Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hinterkaifeck. Aber wir haben ja jetzt hier so ein... Man könnte schon bald Ballendrauma zu sorgen, wa? Noch ein paar. Die müssen wir jetzt erstmal hier alle wegholen und... Den ganzen Teil werden wir verklappern, ne? Können wir gar nicht alle behalten. Erste Mission läuft. Das ist wichtig. Wir haben ja auch schon wieder ein paar Kröten verdient, ne? Richtig schick, ich sehe gar nichts. Und wir tun erstmal Ballen sammeln. Ja, da, ey, da ist ja richtig was runtergekommen, ey. Habe ich gar nicht so auf den Schienen gehabt. Gut, dass ich nicht mit dem Stapelwagen hier hingefahren bin, ne? Bisschen im Mock man hier treten, ne? Haben wir auch noch gar nicht so richtig getestet, ne? Was der so auf der Pfanne hat. Müssen wir ja auch mal machen, ne? So, du liest natürlich echt intelligent doch, ne? Hoffentlich kriegen wir dich auch mit. Ein paar Meter zurückgeschoben, ne? So ein paar Meter 60. Gut, dass wir die Easy-Peasy-Version hier drauf haben vom Ballen sammeln, ne? Ich sammle die immer erst rundum ein. Muss ich da vernünftig drankommen. Und dann geht das. Oh, da ist... Ja, dann... Ach, wir sind eh voll. Thema durch. Dann zeig mal, was du drauf hast. Geht wohl, ne? So, eben hier runter. Der Stroh haben wir dann schon mal für die Kühe, ne? Wir müssen noch ein Silo-Gerät kaufen, ne? Total vergessen. Wir brauchen ja auch noch einen Blockschneider wieder. Mit Stahl. Die müssen wir noch kaufen eben gleich. Was wir den an Schlüssel haben. Wenn du den Gang reinmachst, kannst du auch vorwärts fahren, Sven. Wird toll, wo legen wir die jetzt erst hin, dass wir die nachher wegräumen können. Da, das Gebläse, das ist jetzt nicht perfekt, aber das ist mir eigentlich Mumpe. So, hier können wir ihn drehen. Und wir wollten den Blockschneider noch kaufen, denn den brauchen wir nämlich. Dann machen wir Z. Und jetzt halt machen wir C und P. Wo habe ich das denn drunter? Ist das unter Tierhaltung? Ich hoffe, das geht, ey. Ich glaube, ich habe das schon mal benutzt. Da ging die denn nicht. Nee, dann warten wir da erst noch mit. Nee, sicher, sicher. Nee, nee. Schon einmal rum? Ne, ne. Glaube ich nicht. So, Abfahrt, Leute. Wir haben es ein bisschen eilig. Wir haben nämlich noch jede Menge davon runterzubölzen, ne? Aber wollen wir nicht so... Obwohl, wir können noch auf den Hof brackeln, ne? Noch haben wir ja keine Viecher. Den schaffen wir.
herrlich. Ist schon genial, ne? So ein Unimog fahren macht ja auch schon Laune, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. So, die Rutsche fahren wir dann verkaufen, weil, hier Dingsbums-Dings da. Da ist noch so ein Sojabohnenstrohballen bei. Jetzt hab ich's. Ja, manchmal ist Sprechen echt schwer. Perfekt, wa? Oh, Sven, jetzt gut den Zeitplan, ey. Das ist die 8. Folge, die ich heute aufnehme. Ist Dienstag, ne? Und es ist 4:15, ne, 4:05 erst. Boah, da bin ich heute früh Feierabend. Ein Projekt nehme ich gleich noch auf. Dann reicht's für heute. Oh, ist jetzt wieder echt bescheiden. Ich kann jetzt schlecht immer dieses Wort sagen von dieser braunen, flauschigen Masse, ne? Geht ja auch nicht. Deswegen sage ich dann mal bescheiden, wa? Jetzt echt nicht so prickelnd. Ich weiß nicht warum. Jetzt aber. Den Gang reingemacht. Boah, überleg. Upsi. Wir hätten die mit dem Pike vom Feld geholt. Boah, da wäre ich irre bei geworden. Das glaubt man. Passt ja nichts mit Ruf, ey. Ja, ein bisschen schnell. Voll das Ding. Ja, nicht so cool, ne? Wenn so schnell voll ist. Oh nee! Ja komm, ich stelle den eben hier auf die Straße hin. Das Business da hinten muss rennen. Ja. Wo stehst du? Oh, da waren's hinten. Handbremse raus, Sven. Ich bin unterwegs! Dirk, keine Panik! Svenny hat die Lage im Griff. Guck mal, bin schon da. Hat gar nicht so lange gedauert. Ich hab dich hupen gehört. Schon wieder so ein Dingsbums, Dingsbirdie oder wie das da heißt. Donut oder? Keine Ahnung. Oh. Och, Dirk. Mach mich nicht schwach. Kannst auch sagen, dass du weiterfahren willst. Ja, ich weiß, dass wir Druck haben, aber ab und zu hätte ich gedacht, wolltest du ja auch mal einen Kaffee dir eingießen oder so. Deswegen habe ich gedacht, machen wir mal ein bisschen langsamer. Aber wenn du meinst, dass wir fahren müssen, dann fahren wir, ne? Kennen wir ja nichts, Dirk. Ja, dann kommt ein bisschen was zusammen, Leute. Ich glaube, diese Mission wird sie noch ein bisschen ziehen. Aber egal, 12.000 Glocken waren das, glaube ich, ne? Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Aber ich habe noch gar nicht geguckt, wo wir hinheizen müssen. Habt ihr das gesehen? Ah, Fruchtverkauf, wie hätte es auch anders sein können, ne? Okay. Ja. Ja. Ganz viele Hebels. Wozu ist das hier? Motorhaube, hä? So, genug geluschert, Abfahrt.
Sonst gibt's wieder Mecker. Dass wir nichts schaffe. Wollen verkaufen müssen wir, ne? Oh nee, jetzt haben wieder so viele Idioten gleich vor uns und wir haben es eilig. Machen wir mal den Drängelgang rein, ne? So, gib doch mal Schub da, Rakete. Moin. Das war der Banker. Da müssen wir mal freundlich grüßen, weißt du? Nicht, dass der uns irgendwann mal hier einen Geldhahn zudreht. Ist der, Kollege? Dicken Sportauspuff an den Wagen, aber nix kommt, wa? Idiotas. Schon lustig, die Hupe, ne? So, wir müssen hier so rumzirkeln. Was hier? Viecher, ne? Jetzt kriegen wir Spaß in den Backen, ne? Ich glaube nicht, dass wir da rinkommen. Letzten Ballen werden wir wahrscheinlich mit dem Frontlader reinschieben müssen, ne? Mal Z wegen dem Ding da an der Seite, ne? Oh, ich bin auch total gut gefahren. Ja, läuft. Ja, läuft. Nicht so wie es soll. Aber es läuft. Perfekt. Nicht. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Kann man die da noch reinschieben? Oh, hat sich ja ein bisschen gelohnt. War nicht so doll, aber besser als gar nichts, ey. Das waren auch 4000 Euro, ne? Oh. Nur Idiotas. Halt, wenn du es eilig hast, ne? Dann nicht aufpassen. Und wenn du dann auch euphorisch bist, dann klappt gar nichts. Eigentlich sollten wir das alles schön schicki vor allem mit die Ruhe machen, aber wir haben es ein bisschen eilig, Leute. Wir brauchen Tollers. Um euren Kredit zurückzahlen. Wie schön durchs Dorf bröckeln. Moin. Moin. Hey, wir sind schneller wie die Idioten sonst hier, ne? Das lobe ich mir ja, ne? El perfecto. Das waren aber ganz schön viele O's, diese Folge, wa? Nee. Und da liegen ja auch noch welche. Wie kommt die denn dahinter? Wird denn die da verloren? So, liebe Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr von diesem Chaos verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.